Ja, ihr seht schon, wir haben uns hier gemütlich eingerichtet. Und fürs Pranayama kann ich euch empfehlen, in eine aufrechte Sitzhaltung zu kommen. Ihr könnt euch dafür, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, einfach einen Yoga-Block nehmen oder eben auch ein dickes Buch, wenn ihr keinen Block zu Hause habt. Optional auch ein dickes Kissen oder eben ein Buch mit einer Decke drüber gelegt. Das ist auch eine Option, dann ist das Ganze weicher, damit man sie einfach gut aufrecht hinsetzen kann. Also ich nehme da ganz gerne eben einen Block, setze mir da drauf an der Kante. Das richtet das Becken schön gerade auf und komme dann eben in eine Sitzhaltung mit überkreuzten Beinen. Man kann aber natürlich auch den Fersensitz wählen und sie so auf irgendeine Unterlage draufsetzen. Es kann der Block sein, ein Polster sein, wie auch immer das für euch angenehm ist. Genau. Wir wollen uns jetzt auf unsere Atmung fokussieren. Das heißt, ihr macht es euch so gemütlich, dass ihr wirklich darauf auch den Fokus legen könnt und nicht mehr viel herumbewegen müsst oder an eurer Sitzposition verändern müsst. Richtet euch dazu eben gemütlich ein. Pranayama ist eine yogische Atemübung und das dient dazu, dass man verschiedene Auswirkungen auf das Nervensystem sozusagen erzielt, positive Auswirkungen. Und Pranayama beschreibt einfach die yogische Atmung in einer bestimmten Art und Weise. Und da gibt es verschiedene Techniken. Und durch diese Techniken des Atmens wird die Aktivität in den Nervenbahnen beeinflusst und das beeinflusst wiederum unser Gehirn. Das Ziel von diesen Atemübungen ist, einen klaren Fokus zu entwickeln, das Denken zu schärfen und eben auch für Ruhe und Frische im Geist zu sorgen. Also es wirkt sich auch positiv auf die mentale Stärke aus. Und ja, ich leite euch heute durch eine Variante des sogenannten Nadi Shodhana, das Alternate Nostril Breathing, was frei übersetzt so viel heißt wie abwechselndes Atmen durch die Nase. Und diese Atemtechnik soll quasi eine subtile Energieklärung bewirken. Also es wird dadurch auch, dass wir abwechselnd durch ein Nasenloch ein- und wieder ausatmen, die männliche und weibliche Energie ausgeglichen, linke und rechte Gehirnhälfte sozusagen in Balance gebracht. Ja, und dazu, wie schon gesagt, atmen wir abwechselnd durch ein Nasenloch ein und durch das andere wieder aus und dann wechseln wir wieder. Am besten, wenn ihr vielleicht noch kurz euch schneuzen wollt, dass die Nase auch schön frei ist, dann macht's das jetzt. Man hat meistens nicht beide Nasenlöcher gleich frei, das ist ja ganz normal. Also meistens ist eines offener als das andere und das wechselt im Laufe des Tages, also wundert euch da auch nicht. Genau, und dann kommen wir in eine aufrechte Sitzhaltung. Und es gibt so eine Handhaltung, die dabei hilft, die Nasenlöcher zu verschließen. Und zwar nehmen wir dazu die linke Hand. Wir beugen den Zeigefinger und den Mittelfinger, sodass man dann, sieht man das, das sieht man am Schwarzen hier so besser, dass wir dann den Daumen und den Ringfinger nutzen können, der linken Hand, um damit unser linkes und rechtes Nasenloch verschließen zu können. Wenn man das lieber möchte, dann kann man es also machen, wie es die Adila vorzeigt, dass man einfach die zwei Finger, die ich jetzt gebeugt vorgezeigt habe, auf der Stirn ablegt und mit Ringfinger und Daumen die Nasenlöcher verschließt. Also beide Optionen möglich. Sucht euch das aus, was für euch angenehmer ist. Genau. Und dann beginnen wir, indem wir die Finger eben bei der Nase ablegen. Und wir atmen jetzt dann abwechselnd durch das eine Nasenloch ein, durch das andere aus. Also wir beginnen mit der linken Hand, linker Daumen auf dem linken Nasenloch und wir atmen dann durch das rechte Nasenloch auf vier Takte ein. Dann verschließen wir das rechte Nasenloch mit dem Ringfinger. Und atmen durch das linke Nasenloch jetzt wieder aus. 4, 3, 2, 1. Links direkt wieder einatmen. 3, 2,
Eins, links verschließen, rechts ausatmen. Drei, zwei, eins. Rechts einatmen. Drei, zwei, eins. Rechts verschließen und links wieder ausatmen. Drei, zwei, eins. Links einatmen. Drei, zwei, eins. Verschließen, rechts ausatmen. Drei, zwei, eins. Rechts wieder ein. Drei, zwei, eins. Verschließen, links aus. Drei, zwei, eins. Links einatmen. Drei, zwei, eins. Verschließen, rechts ausatmen. 3, 2, 1, rechts ein, 3, 2, 1, links aus, 3, 2, 1. Und das macht ihr jetzt in eurem Tempo weiter. Ihr atmet immer durch das eine Nasenloch ein, verschließt und durch das andere wieder aus. Dann durch dasselbe wieder ein, verschließt und durch das andere wieder aus. Macht es das ruhig noch ein paar Runden für euch so weiter, ganz in eurem Tempo. Macht es noch eine letzte Runde so für euch. Und schließt dann mit der Ausatmung ab. Löst die Hände, bringt beide Hände wieder auf die Knie. Lasst die Augen gerne geschlossen und atmet jetzt wieder durch beide Nasenlöcher weiter, ganz normal. Beeinflusst euren Atem jetzt nicht mehr, sondern spürt es jetzt einfach nur nach. Spürt, wie sich euer Körper und Geist auch jetzt so anfühlen nach dieser Übung. Wie der Atem jetzt fließt durch beide Nasenlöcher wieder. Vielleicht könnt ihr Veränderungen im Körper wahrnehmen. Spürt es einfach in euch hinein. Wir bleiben ganz in diesem Zustand von Präsenz. Die Augen gerne geschlossen lassen.
Wir kommen nun so direkt weiter in die Meditation zum Abschluss, durch die ich euch leiten werde. Atmet jetzt nochmal tief ein durch die Nase und auch wieder durch die Nase genauso tief alles aus. Und richtet euch noch einmal auf, sodass der Rücken wirklich ganz gerade ist. Die Hände bleiben einfach auf den Oberschenkeln liegen oder auf den Knien. Handflächen können nach unten gedreht bleiben oder auch nach oben hin geöffnet, wie sich das für euch besser anfühlt heute. Und dann entspann jetzt deine Schultern ganz bewusst. Lass die locker. Und atme hier noch einmal tief ein und tief aus. Der ganze Körper kommt jetzt zur Ruhe und findet Stille in der Position. Atme jetzt noch einmal tief ein durch die Nase und dann durch den geöffneten Mund alles tief aus. Schließe die Lippen leicht und erlaube deinem Atmen jetzt ganz natürlich und von alleine durch die Nase ein- und auszufließen. Wir beeinflussen die Atmung jetzt nicht mehr und der Atem fließt ganz von alleine. Ein und aus. Und du beobachtest deinen Atem ganz in Ruhe. Fühlst, wie die Luft durch die Nase ein- und wieder ausströmt mit jedem Atemzug. Vielleicht kannst du auch die Temperatur deines Atems wahrnehmen. Kühl beim Einatmen, wärmer beim Ausatmen. Und du spürst die Bewegung deines Brustkorbs, wie sich die Lunge füllt mit jedem neuen Atemzug und wieder leert. Du bist vollkommen präsent im Jetzt. Während du nur deinen Atem spürst, wie er durch deinen Körper fließt. Richte deine gesamte Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Und spür nur.
Bleib mit deiner vollen Konzentration bei deinem Atem. Und wenn du merkst, dass vielleicht Gedanken in deinem Kopf aufkommen, lass sie weiterziehen. Verfolge die Gedanken nicht und beurteile sie auch nicht, sondern nimm sie einfach nur in ihrer Form wahr und löse dich dann wieder davon. Lass die Gedanken weiterziehen. Stell dir vor, deine Gedanken sind wie Wolken am Himmel, die einfach langsam vorüberziehen. Und du beobachtest sie nur, nimmst sie freundlich zur Kenntnis und lässt sie dann wieder los, ohne tiefer darin einzutauchen. Lässt du jegliche Gedanken für diesen Moment einfach weiterziehen. Und du spürst dabei deinen Atem weiter fließen, ganz von allein, gleichmäßig, ein und aus. Fühle nun, ob du noch irgendwo in deinem Körper etwaige Spannung wahrnimmst. Oder ob dein Atem vielleicht irgendwo noch nicht ganz frei fließen kann. Vielleicht fühlt sich auch an einer Stelle einfach nur irgendetwas anders in dir an. Was auch immer du wahrnehmen kannst, stell dir vor, wie du deinen Atem genau dorthin lenkst in deinem Körper. Zu der Stelle hinatmest. Und mit jeder Ausatmung auch dort mehr und mehr locker lässt. Entspann den Bauch, entspann die Schultern, entspann den Nacken, lass deine Gesichtszüge weich werden und du lässt mit jeder Ausatmung mehr los. Erlaubst dir, dich sinken zu lassen, in vollkommene Entspannung. Dein ganzer Körper ist locker und gelöst. Und dein Atem fließt frei und unbeschwert. Fühle, wie du mit jedem Einatemzug neue Energie in dir aufnimmst und diese durch dich fließt. Wie
Mit jedem Ausatemzug lässt du mehr und mehr los. Dein Atem ist gleichmäßig und leicht. Und mit jedem Einatemzug wird dein Körper von neuer Kraft und Lebensenergie durchströmt. Du fühlst dich locker und gelöst, frisch und lebendig und bist vollkommen in diesem Moment. Richte dich nun noch einmal bewusst auf. Finde eine kraftvolle, aufrechte Haltung. Und dann bring hier deine Handflächen vor der Brust zusammen. Stell dir vor, du zentrierst deine Energie vor deinem Herzen. Und dann in deinem Herzen, indem du die Handflächen auf deine Brust legst. Spür dein Herz schlagen und atme hier noch einmal tief ein und tief aus. Und behalte dieses Gefühl bei dir. Bring dann deine Handflächen wieder zusammen und senke deinen Kopf leicht, um dich vor dir selbst und auch allen anderen Yogis und Yoginis da draußen in Respekt und Liebe zu verneigen. Namaste. Und wenn du soweit bist, komm dann langsam wieder mit deiner Aufmerksamkeit zurück in deine Umgebung, in diesen Raum, in dem du dich gerade befindest, und beginn dann, deine Augen wieder langsam zu öffnen.